Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. So, wir sollen hier in den Kurzteil... Ach, Mist, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Wir sollen einen Chan finden. Lin. Und wir werden hier offensichtlich schön begrüßt. Snackt. Es ist einer von denen. Der scheint mit menschlichem Kapital umzugehen. Ey! Den Hut kennen wir. Ich ahne... Somfe. Passt mir nicht. Und daher werde ich jetzt erst einmal hier ein bisschen weiter umgucken. Was wir eigentlich schon gemacht haben. Und gibt's hier noch irgendwas? Wir müssen ja schließlich noch das Codebook finden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Okay. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Glieder verloren hat. Noch. Panzerfaust. Ich halte das für einen ziemlich guten Ersatz. Pam. Und jetzt ein bisschen Bewegung. Bewegung. Schild ist defekt. Pam. Pam. Zack. Autsch, das hat wehgetan. Juh! Autsch. Das fängt ja schon mal geil an. Okay, sie hat uns wieder hochgeholfen. Passt. Nachladen müssen wir nicht mehr. Das ist wohl eher etwas nach meinem Geschmack, muss ich ehrlich sein. Medizinkits, auch praktisch. Aber jetzt ehrlich gesagt nicht von Verwendung. Diese ständige Nachladen, dass man nur zwei Schuss hat. Gib her. Danke. Gehen wir wieder zum Klassiker. Klassiko. Das ist so viel zum Thema. Das scheint langsam auch klassisch zu werden. Wo kommt der her? Klar, dass das weh tut. Das ist ja auch die. Aber wir scheinen offensichtlich den anderen erwischt zu haben. Das letzte Mal. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Ja, das klingt schon mal sehr... Erfreulich. Lass mich raten, Handyman kommt auch noch. Fangen. Jo, danke. Aber erstmal Deckung. Deckung. So, das ist genug Deckung fürs Erste. Schrotti, Salz, kann man immer gebrauchen.
Ich will Krähe. Krähen sind einfach zu gut für sowas. Wo gibt's noch einen? Da oben. Vielen Dank. Also was die finden, ist echt der Wahnsinn. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Nein, noch so einer. Oh Mann, hä? Das kommt ja richtig geil, hä? Ja, ich frohlocke schon. Siehst du mich frohlocken? Ich schmeiß dir kleine Bällchen entgegen. So frohlockend ist das hier. Ach, fix in diese Scheißzeit. Moment, das könnten wir vielleicht so rüberlegen. Nein, können wir nicht. Sehr fix. Schockjockey, das wäre vielleicht interessanter. Munition, danke. So, jetzt haben wir Schild wieder, passt. Sehr fix. Nächstes, das hat's geregelt. Okay, wo ist der andere? Wo ist der Drecksack? Muss noch nachladen. Hinten waren Medikits, die könnten ich jetzt gut gebrauchen. Wobei, das Salz wäre mir jetzt auch sehr fabelhaft. Ja, wäre mir jetzt auch sehr willkommen. Salz. Medikits, darf ich bitten? Danke, Ma'am. So, gefressen, verdaut, kurz gedauert und von immer vergessen. Okay. Sehr fix. Danke. So. Erstes Problem erledigt. So. Oh Mann, das wird echt hetzend hier. Hetz mich nicht. Okay, das können wir vielleicht so regeln. Na, wo ist er? Munition. Das ist auch gut. Kommt mir ebenfalls sehr gelegen und entgegen. Dann zerlegen wir das Teil jetzt erstmal. Alter, wir halten die Dinger aus. Ist ja echt nicht mehr feierlich. Ich gratuliere, The Wit. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen... Die Betonung Ihnen, gefällt mir nicht. Ich kriege, da, der da! In Ordnung. Alter, was war das für ein Schrei vom David gerade? Oder die Waldfee? Also man kann dem Fink gar nicht mehr zuhören, das ist nur noch hohles Gefasel. Die Kraft könnten wir eigentlich auch mal wieder verwenden, für die habe ich überhaupt keine Verwendung. Was sind dies? Ach, das ist das... Ja. Das sind Teile vom Mosquito. Das ist das andere Teil vom Mosquito. Erst einmal hier alles abklappern. Das ist eine Pistole. Die liegt da schon ein bisschen länger. So. Luca, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Ja, schön. Das mag zwar sein, Schatzi, aber... Tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal hier das ganze Zeug zusammensammeln, weil... Das war jetzt doch ein bisschen aufwendiger als gedacht. Also, der Test hat gut gefordert.
Da war der Handyman noch exakt handelbarer. Schlechtes Wortspiel und noch dazu verfaselt. Schön. So liebe ich das. Salz brauchen wir auch nicht mehr. Wunderschön. Dann haben wir das abgehakt. Munition für dich wäre noch wunderschön, ne? Aber kriegen wir offensichtlich nicht. Codebooks. Ich nehme an, dass das Codebook in irgendeiner Lagergeschichte oder so drin sitzt. Aber man weiß ja nie. Was ist das hier? Eine Toilette. Ist das Damen oder Herren? Steht gar nicht dran. Egal. Multiklos. Nee, ist die Behindertentoilette. So, dann... Ja, mal kurz Hände waschen. Das ist genannt richtig so. Wir sind ja von dem Kampf so richtig dreckig. So. Lockpicks haben wir abgestaubt. Vini Vigi Vigor. Hast du uns was zu bieten? Nein, hast du nicht. Also kannst du dich verkümmeln. Jupp, immer noch. Wo ist eigentlich diese Kraft? Hier ist sie. Ja, da muss ich mich schon fast verkrüppeln, um dran zu kommen. Chuck-Chucky ist gerade so nur in dem Bereich, wo man drankommt, ans Minifinger. Ja, dann wollen wir gucken. The First Lady. Eine schöne Dokumentation über ein schönes Luftschiff. Wow. Sehr interessant. Sehr informativ. Vor allem der Detailgrad. Wow, dafür lohnt es sich, das Ganze 1080p hochzuladen. Okay, dann gehen wir mal in die andere Toilette. Wollen wir mal gucken. Hier liegt ein ganzer Koffer voll Geld mit einer Pulle. Das kann man immer gut gebrauchen. Aber ich habe hier eigentlich noch nichts von der neuen Kraft gesehen. Ist auch interessant, dass man relativ früh schon alle Kräfte bekommt, die zur Verfügung stehen. Ja, doch interessant. Hier scheint auch nichts mehr wirklich zu sein, was auch nur annähernd Interesse wäre. Aber ein Tonband. Das ist doch immer interessant. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Okay, ich weiß haargenau, was wir als nächstes als Gegner bekommen, beziehungsweise was wir für Gegnergruppen bekommen werden. Man, das scheint eine anlehrbare Kraft zu sein. Das heißt, dass das bald auch uns kommt. Es wird 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Offensichtlich ist das der Fall, mein Freund. Es ist 2013 sogar schon, du bist spät dran. Aber ich glaube, ihr kommt nicht mehr dazu. Ihr seid ein Jahr zu spät dran und nun auch zu spät fürs Leben. Na gut, dann wollen wir hier das Ganze mal auseinandernehmen. Das sieht hier doch ein bisschen nach etwas aus, was man ein Polizeireservat nennen könnte. Die Fitzroy ist natürlich komplett obendrauf. Und dann auch unsere zwei anderen Bekannten, die sich einander streiten. Ah, ich bin doch schon mal neugierig, ob die Pistole etwas ist. Aber ich glaube, ich brauche jetzt noch etwas, was mehrer... Ja, was soll ich sagen, unkontrollierter abläuft. Passt. Gleich nachladen. Nachladen? Will nicht. Ja, ich habe gesehen, dass das einer ist. Da brauchst du mich nicht so mit der Nase draufdrücken, ne? Aber wie gesagt, ich habe eine präzise Waffe und ich habe eine flächendeckende Waffe. Das reicht. Der Situation angemessen. Wollen wir auch Munition sammeln? Zelle Nummer 9. Zelle 9. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ein Codebook zum Beispiel? Nicht wirklich. Immer schön die Augen offen halten, nicht schielen und nicht luren. Mal sehen. Also sie schaut ja mit ihrem Kleid wirklich nicht mehr Ich war bei den so gedresst aus. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen,
Manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Fertig. Ja. Warum hast du uns verlassen? Schön. Bam. Ich lebe das. Bam, bam, bada. Weil wir wieder gerade von werbungsgeschädigten Menschen reden. Mr. DeWitt. Das Codebook. Passt. Das ist okay. Das Buch für den Uhrenladen. Okay, wir dürfen es ja nicht vergessen. Ich muss jetzt meine Handvoll Hirnzellen, die Speicherkapazität noch fähig sind. Der Speicherkapazität fähig sind, siehst du, wie begrenzt das schon mittlerweile ist. Ich hab Geld gefunden. Ja, damit. Um mir zu merken, dass ich noch in den Uhrenladen muss. Das wollte ich schon Bücherladen sagen. Ja. Okay, Uhrenladen und Chen. Passt. Noch ist alles da. Okay, Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlipsauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schüttel mir einen Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Okay. Was es mit, mit Chen auf sich hat, sehen wir am besten in der nächsten Folge. Wir sehen uns dort. Hat Spaß gemacht. Vierte Gott.